Jo Leute, Domi hier. Ich darf für den Blacky nochmal was aufmachen und dafür habe ich was im Schrank tatsächlich gefunden, was da noch irgendwie rumlag. Einen Secret Layer Drop Jagel Day Foil Edition. Warum und wieso ich mir den geholt habe, weiß ich auch nicht mehr. Ah, egal. Machen wir den mal auf. War ja klar, Qualitätsprodukt. Es ist noch nicht mal die scheiß Abreißlasche funktioniert, ey. Was war nochmal drin? Swords of Plowshares mit dem komischen Frosch. Anger of the Gods mit dem komischen Frosch. Irgendein grüner Spell mit dem komischen Frosch. Ein Opt mit dem komischen Frosch. Und, was haben wir vergessen? Weiß, ne? Ich meine, das wäre gewesen. So, jetzt mal gucken. Da ist ein Papierwrapper drum. Aber ich muss schon sagen, mir gefallen die Boxen auch gut. Also die anderen sind ja ein bisschen dünner jetzt, also nicht mehr so dick. Aber hier sieht man auch, wenn wir schon mal Qualität sind, dann kriege ich es rein. Hier oben ist eine Blase. Ja, Jagel Day Foil Edition. Brauche ich was daraus? Nein. Warum habe ich es bestellt? Wie gesagt, ich weiß es nicht mehr. Machen wir es einfach mal auf. Gut, oh, da lacht uns schon das gute, tolle Swords to Plowshares an. Und die der Hidden Dreck unten drunter. Oh, die seht ihr jetzt schon, wie gecurlt die ist. Das wird super, sag ich euch. So, den Hidden Dreck legen wir mal zur Seite. Der Karton. Der kommt bei mir bei den Mangas. Der ist nämlich schön. Gut. Was haben wir denn hier? Swords to Plowshares. Mit Jagel drauf. Mit Frosch, Frosch, Fragezeichen. Jo, und ich sehe schon Printlines, super. Also, was haben wir denn hier? Man sieht's, also Halfpipe, war zu erwarten. Printlines, ich weiß nicht, ob wir sie reinbekommen. So vielleicht, hier ist eine Printline. Einmal quer rüber. Ist mal als MTG-Judge mittlerweile gewöhnt. Aber ich finde das Artwork ganz schön. Swords to Plowshares mit einem Jagel drauf. Gar nicht so schlecht. So, was haben wir als nächstes? Boah, das ist die Chrom. Oh, Alter, die Printlines. Wow. Dann haben wir einmal einen schönen Opt. Den hatten wir ja schon angekündigt. Das ist auch ganz witzig mit der Statue im Hintergrund. Und der, oh, die Augen, die glitzern mega. Müsste mal. Moment. Ich da drauf? Ja, hier wie die Augen funkeln. Auch geil. So, dann haben wir als nächstes. Ach, ein Push war das, was ich vergessen hatte. Ein Fatal Push. Schön hier mit Jagel Day Monster im Hintergrund. Oh, wieder schöne Printlines drauf. Ist super. Qualitätsprodukt, würde ich sagen. Ironie aus. Was haben wir hier noch? Der hat auch wieder schöne glänzende Augen. Also das Foiling an sich finde ich echt schön. Ich bin kein Fan von Foiling. Ich habe auch nichts an Foil im Deck, aber die ist echt hübsch. Natürlich auch wieder mit Printlines. Und dann haben wir noch ein Explorer. Jagel mitten im Gebirge. In der freien Wildbahn. Krabbelt er da so vor sich hin. Auch ein schönes Ding. Also ich finde die Karten an sich echt schön gewählt. Explore kann man spielen, man kann Opt spielen, Swords, also die sind alles vier, fünf sind eigentlich spielbare Karten. Jetzt kommt da das Interessante. Was ist unser Hidden Dreck? Ich weiß gar nicht mehr, was das sein kann. Der ist schon so alt, der Secret Layer Drop. Und wir haben eine Arillin Voice of the Pact. Legendary Planeswalker. Arillin, oh, 6 Mana, 7 Marken. Each creature you control that's a wolf or a werewolf enter the battlefield with an additional +1/+1 counter und man kann für -2/-2/2 grüne Wölfe kreieren. Oh ja, da hätte auch was Besseres sein können. Aber, Upside, die hat keine Printlines. Also, wenn wir jetzt mal das Thema aufgreifen weiter, die hat keine Printlines. Huh. Naja, lassen wir mal ins Sleeve, popeln hier noch den komischen Glibber ab. Ah. Mal schauen, was die Werte so. 3 Cent oder so. Gut. Haben wir nochmal was geöffnet? Ja, an sich, wie gesagt, ich finde die Karten schön. Ich finde das Theme ein bisschen
außergewöhnlich und ich finde den Jagel wie eigentlich auch immer ganz gut umgesetzt. Plus, was mir jetzt auch gerade erst auffällt, das sind alles die Standard-Artworks, die es so gibt. Also wo es Standard-Artworks von gibt, wo einfach der Jagel reingemanagt ist. Das weiß, fällt mir gerade auf, weil der Push, ich spiele zwar immer nur die Full-Art-Pushs und von den Swords spiele ich nur die Old-Bordered, aber ich glaube, die Swords und die Pushs gibt in genau dem Artwork halt nur mit irgendeinem Dude. Irgendeinem random Dude. Ich glaube, hierbei müsste es der farbige sein. Und hier, das ist, glaube ich, müsste Teferi, glaube ich, vorstehen oder so. Der hat den, glaube ich, da sogar in der Hand. Hat der den da in der Hand? Also kann mir mal irgendwer hier, der Ahnung davon hat, der hat hier irgendeinen Mannequin in der Hand. Ha. Huh. Ist hier bei dem Push, kann man auch noch was finden? Das wäre jetzt witzig. Ne, ich glaube, hier ist nichts zu finden. Aber trotzdem, 5 schöne Karten. Und ich probiere mal da draußen einen Halbkreis zu machen. Vielleicht klappt's. Foto-Update kommt.